Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play die Sims 3 Unterschiede im Stammbaum-Challenge. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute ist Sonntag, Gott sei Dank, denn das bedeutet, dass Josef heute noch frei hat. Heute steht nämlich die Geburt von Kind Nummer 2 an. Aber bevor wir uns darauf stürzen, muss auf Danke. jeden Fall Laura noch mal ganz kurz was frühstücken. Und zwar eine Frucht des Lebens. Denn ihre Lebenszeit läuft hier schon wieder ab und das können wir natürlich nicht akzeptieren. Oh, und ich habe hier ein Bild aufgehängt. Ich habe unser Panoramabild von Strange Town hier an die Wand gehängt. Und es ist ein bisschen nervig, dass das im Live-Modus nicht verschwindet, so wie alle anderen Bilder. Aber gut. Wir hauen uns jetzt erstmal hier diese Lebensfrucht rein. Damit schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe, weil dann müssen wir auch nicht mehr frühstücken. Die scheint echt lecker zu sein, oder? So wie die immer verputzen. Laura hat eine Frucht des Lebens gegessen und wird nun länger unter uns weilen. Genau, wir haben 3 Tage dazu bekommen. Und Baby schläft noch. Wunderbar. Also sie will Slinky beobachten gehen. Wir gehen erstmal ins Gewächshaus. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das vielleicht in der letzten Folge schon wieder vergessen habe. Ich bin mir nicht sicher, aber wir kümmern uns kurz um die Pflanzen, weil ich weiß nicht genau, wie viel Zeit wir noch haben. Hier steht 11 Stunden. Aber ich habe den Eindruck, dass es gerne mal schon ein bisschen früher losgeht. Deswegen möchte ich das hier gerne vorher noch schaffen. Wie sieht es bei Yusuf aus? Der ist auch ausgeschlafen. Wunderbar. Und der Kleine? Fast. Aber lang dauert es nicht mehr. Lang dauert es nicht mehr. Dann darf Yusuf jetzt auch was frühstücken gehen. Wir haben noch Kekse und Kuchen. Wir holen uns ein Stück Kuchen. Oh, und die Spülmaschine ist immer noch kaputt. Warum geht eigentlich überall zurzeit meine Spülmaschine kaputt? In Sims 2 war die jetzt auch kaputt, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Naja, müssen wir Slinky eigentlich füttern? Ja, wir können ein bisschen was nachfüllen. Im Geschäft Universitätsbuchhandlung findet ein Ausverkauf statt. Oh, das erinnert mich daran, wir müssen noch mit Josef ein Schwangerschaftsbuch lesen. Und zwar habe ich das nicht mehr im Inventar. Welches waren das? Wo sind die denn? Geburts- und andere Vorbereitungen? Ja, wir lesen das mit den Vorbereitungen, oder? Haben wir das zweite? Wo ist denn das zweite? Ach lol, das liegt auf dem Tisch. Okay. Never mind. Dann, aber ich glaube, ich lege das ins Wohnzimmer. Ich hätte nämlich gerne, dass er das auf dem Sofa liest. Ach nein, da kann ich das nicht ablegen. Ja, egal, dann legen wir es da auf den Fernsehtisch. Auf die Fernsehkonsole. Geschichten einer werdenden Mutter lesen. Oh, oh mein Gott, die Katzen spielen. Gott, schaut mal, die putzen sich gegenseitig. Oh, ist das niedlich. Oh mein Gott, ist das niedlich. Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen. Wie cute. Aber ich muss sagen, Mayas Augen glitschen ganz komisch. Hat sie gerade gewürgt? Weiß nicht. Habe ich Baby eigentlich gehört? Hallo, kleiner Mann. Wie schön, dass du wach bist. Ich glaube. Nee, Laura ist noch nicht ganz fertig im Garten. Aber wenn sie fertig ist, kommt sie zu dir rauf, okay? Ja, ihm geht's eh gut. Er hat nur ein bisschen Hunger. Perfekt, sie ist schon unterwegs. Wir haben gar keinen Kinderstuhl, ne? Soll ich uns mal sowas besorgen? Ich meine, wir haben nicht allzu viel Geld und eigentlich spare ich auf eine Nektarpresse. Aber so ein Stuhl wäre natürlich auch ganz gut, ne? Was haben wir denn? Wir haben den hier. Wir haben den. Dann noch den aus Into the Future, aber der ist halt irgendwie super hässlich, ne? Schwierig. Ich glaube, ich nehme tatsächlich einfach hier diesen Standardstuhl. Können wir uns den einfach da hinstellen oder kommen die dann da noch vorbei? Wir werden es gleich rausfinden. Ah, wobei, eigentlich brauchen wir den gar nicht, ne? Weil wir können den ja auf dem Schoß füttern. Oh, oh nein, ist da was gestorben? Nein, was ist es? Mein Weinstock. Ausgerechnet der Weinstock. Jetzt, wo ich doch ins Weinbusiness einsteigen will hier. Naja, okay. Darum kümmern wir uns später. Habe ich das abgeschlossen? Nicht, dass hier das Hausmädchen dann reinmarschiert und das wegwirft. Mal. Abschließen. Alle außer mir. Ja, danke schön. Okay. Ja, sollen wir den Stuhl dann behalten? Es ist halt viel niedlicher, wenn wir den einfach auf dem Schoß füttern, ne? Najibula. Ja, wir behalten ihn erstmal. Wir behalten ihn erstmal. Aber wir füttern ihn jetzt trotzdem so. Weil es ist einfach so niedlich und ich gucke so gerne zu. So, Yusuf. Na, er ist schon fast bei der Hälfte. Sehr gut, weil Laura hat nämlich den Wunsch, dass er auch ein Schwangerschaftsbuch liest. Und den würde ich ihr gerne erfüllen. So, wo geht ihr beiden hin? Mann, ich hätte das so gern, wenn sie ihn auf dem Sofa füttert und nicht am Esstisch. Aber ich glaube, die geht jetzt bestimmt wieder an den Esstisch mit ihm.
Hä? Sie setzt sich neben. Was ist das hier gerade? Was ist das für ein. Was war das für ein plätscherndes Geräusch? Wo sind die Katzen? Och nö. Oh mein Gott, er macht gerade das Katzenklo sauber und du pissst jetzt daneben. Ist das dein Ernst? Die 2 Sekunden hättest du nicht mehr warten können. Willst du mir das damit sagen? Ja, dann noch schön eingraben. Ja. Okay. Aber schaut mal, wie cute. Oh mein Gott. Ich muss diesen Moment festhalten. Was für ein niedlicher Familienmoment. Ich liebe alles daran. Ist das süß? Er liest ein Buch über Schwangerschaften einfach. Sie füttert den Kleinen. Gott, ist das putzig. Die Haushaltshilfe läuft durchs Bild. Oh, das ist so niedlich. Ja, ich liebe diesen Mod. Ich liebe diesen Mod so sehr. Okay, was ist denn sonst noch? Aufs Töpfchen muss er nicht. Alter, schrei doch nicht so rum. Hey, ganz ehrlich, es ist nicht deine Spülmaschine, die hier kaputt ist, sondern meine. Also reg dich mal nicht so auf. Okay, ich glaube, wir bringen ihm jetzt noch gleich ein bisschen das Laufen bei. Alter, wie er sich in einer Tour über alles beschwert. Josef Lotario hat 280 Simoleons Tantiemen erhalten. Okay. Ja, cool. Achso, doch. Ich dachte gerade, sie hätte die Aktion abgebrochen. Aber sie macht ganz brav, was ich ihr gesagt hatte. Und. Hä? Wow, Laura hat einfach nur ein Buch geschrieben. Warte, wann haben wir denn ein Buch mit Laura geschrieben? Ich kann mich daran nicht erinnern. Aber sie hat ein einziges Buch geschrieben und bekommt trotzdem mehr Tantiemen als Josef. Ist das nicht bitter? Das ist bitter. Wie lange haben wir noch bis zur Geburt? 7 Stunden. Oh, das wird so aufregend. Sollen wir jemanden anrufen? So Babysitter-mäßig? Wäre wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee, oder? Die Frage ist, wann? Ich weiß nicht. Oder wir machen eine Hausgeburt. Das überlege ich mir noch. Okay. Josef, du liest jetzt bitte mal dieses Buch fertig. Das dauert mir hier viel zu lang. Dankeschön. Dann legen wir das ins Bücherregal. So, und dann, wie sieht es denn hier aus mit der Beziehung? Okay, der Kleine hat zu beiden Eltern eine gleich gute Beziehung. Das heißt, da müssen wir jetzt nicht unbedingt was nachholen. Dann könntest du dich auf die Biografie von Laszlo Curious noch ein bisschen konzentrieren. Da sind wir ja schon relativ weit, oder? 54%. Immerhin, immerhin. Genau, die Katzen machen hier wieder Unsinn, glaube ich. Wo ist denn Maya? Oh, sie ist auf dem Kratzbaum. Okay, never mind. Du bist eine brave Katze. Gott, er sieht so niedlich aus mit seinen Löckchen. Was haben wir hier noch für Wünsche? Marek das Laufen beibringen und den Geschirrspüler Primolux reparieren. Ja, das ist eine ganz gute Idee. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich finde es sehr schade, muss ich sagen, dass ich jetzt so viel an Tantiemen bekommen habe und mein Geld reicht trotzdem noch nicht für eine Nektarpresse aus. Das ist doch Kacke. Naja, wie sieht's hier bei den Bedürfnissen aus? Geht noch. Wir müssen ihr jetzt noch nicht sofort aufs Töpfchen setzen. Hat unsere Haushaltshilfe das ausgeleert? Ja, oder? Ja, sieht gut aus. Nicht, dass wir dann irgendwie wieder zu spät dran sind und dann. Alter, jetzt sitzt er hier und trinkt Saft? Entschuldigung? Erst beschwert er sich in einer Tour, dann setzt er sich hin und trinkt mir meinen Saft weg, oder was? Philipp Mackenzie, oder heißt er so? Ja. Eine Dreistigkeit. Eine Dreistigkeit ist das. Ich glaube, Mareks Bedürfnisse sind gar nicht das Problem, sondern eher Lauras. Okay. Wir legen mal eine kurze Pause ein. Pinkel- und Mittagessenspause. Hast du auch Hunger, Yusuf? Nee. Nee. Aber er hat ja auch richtig gefrühstückt, ne? Sie hat nur eine Frucht des Lebens gefuttert. Okay, und jetzt sind hier die. Sag mal. Oh mein Gott, die spielen schon wieder. Das ist so süß. Das ist so cute. Die Zeit bis zur Geburt wird jetzt in Minuten runtergezählt. Wir haben noch 224 Minuten. Oh, ich hoffe so, dass es ein Mädchen wird. Das wäre so cool, wenn es ein Mädchen werden würde. Das wäre so toll. Warte mal, spielt der Kleine jetzt im Klo? Die Lache. Oh mein Gott. Ja, aber ich meine, daran bin ich auch irgendwo selber schuld, ne? Weil ich habe hier kein Spielzeug aufgestellt.
mit dem er sich beschäftigen könnte. Von daher kann ich kann da jetzt nicht sauer sein. Er tut, was er kann, um sich zu beschäftigen. Ja, ist okay. Bisschen Dreck reinigt den Magen. Wir gehen ihn mal kitzeln. Wie weit ist Josef mit seinem Buch? 68%. Hey, das kriegen wir heute fertig. Safe. Oh, vielleicht kann ich mir dann doch noch die Nektarpresse kaufen. Das wäre so cool. Ich will unbedingt Nektar herstellen. Warte. Ah, was? Hä? Aber ich hatte doch noch 200 Minuten. Das war so klar. Das Baby kommt. Okay. Josef, ruf den Babysitter. Du musst jetzt den Babysitter rufen. Und dann musst du sie ins Krankenhaus bringen. Ja, und der Kleine spielt weiter im Klo. Oje, oje. Ich hoffe so sehr, dass es ein Mädchen wird. Ich hoffe so sehr, dass es ein Mädchen wird. Oh, die Spülmaschine. Ich muss sie echt dringend reparieren. Okay, jetzt komm mal hier ins Wohnzimmer. Er fängt bestimmt jetzt gleich auch... Ja, jetzt kriegt er Panik. Jetzt kriegt er Panik. Ich muss das genauer sehen. Warte mal. Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Das ist immer so witzig. Halt, stopp. Oh mein Gott, dieser Gesichtsausdruck. It is beautiful. It is beautiful. Okay, und hier, Laura. Hast du auch noch paar. Wo? Ah. Okay, Leute. Oh mein Gott. Ah, es macht mich wahnsinnig. Ich mach die Werte wieder runter. Das geht nicht so. Ich wollte sehen, ob Laura auch noch Panik hat. Hä, sie hat schon wieder die Augen so weit aufgerissen, ne? Sie hat immer die Augen so weit aufgerissen. Oh mein Gott, so ist die Perspektive eigentlich fast noch besser, ne? Wenn ich beide auf einem Bild drauf habe. Oh mein Gott. Aber die Babysitterin ist da. Okay. Wir hören jetzt auf zu paniken und bringen sie stattdessen ins Krankenhaus, okay? Lol, wie witzig. In ihrem Alltagsoutfit ist einfach der Bauch weg. Ja, okay, gut zu wissen. Josef, kommst du auch mit? Ja. Oh mein Gott. So, ich hoffe. Wie heißt die Babysitterin? Beth O'Connor. Ich hoffe, du kümmerst dich gut um meinen kleinen Marek. Josef, Alter, er lässt sich auch echt Zeit, ne? Laura sitzt längst im Taxi und. Hä, was? Ist das das Auto von der Babysitterin? Ups. Ein Auffahrunfall. Halt, stopp, nehmt mich mit, ich will mitkommen. Ich muss mitkommen. Wir cruisen durch Strange Town. Da sind wir. Bitte lass es ein Mädchen sein. Sonst muss ich nochmal einen Blick auf die Liste mit den Jungsnamen werfen. Habe ich die eigentlich gerade hier? Ja. Okay. Ich bin vorbereitet. Vorbereitet, Leute. Okay, wie geht's dem Kleinen? Ach so. Hä, wie schnell ging das denn? Alter, wow, okay. Marek sitzt einfach in seinem Laufstall jetzt. Die hat sich ganz schön leicht gemacht, die gute Babysitterin. Aber hey, was soll's? Wir haben ein Mädchen. Da die Schwangerschaft von Laura so gut verlaufen ist, darfst du dir zwei Merkmale für dein kleines Mädchen aussuchen. Wie möchtest du es nennen? Oh mein Gott, ich habe mich so auf diesen Moment gefreut. Endlich ist meine Pechsträhne mit den Jungs vorbei und ich krieg auch mal wieder Mädchen. Und ich möchte sie Mirabelle nennen. Das hat irgendjemand von euch hat Mirabella in die Kommentare geschrieben und fand ich auch super schön, aber ich finde es fast ohne das A am Ende noch schöner. Okay, cool. Merkmale, wir würfeln mal. Bücherwurm. Bücherwurm und Workaholic. Why not? Why not? Sind keine schlechten Merkmale. Warte mal, ist sie blond? Die ist blond. Die ist super blond. Wie ist das denn passiert? Ich meine, Laura sieht glücklich aus, aber warum ist Mirabelle so blond? Wartet mal. Wir gehen mal in den Stylistenmodus und gucken uns das genauer an. Okay, ja, die ist eindeutig sehr, sehr blond, ne? Gut, was nehmen wir denn für Haare? Ich glaube, ich nehme tatsächlich die. Und dann ziehen wir ihr vielleicht noch was an, ne? Damit sie hier nicht nur den ganzen Tag in Windel rumliegen muss. Was haben wir denn? Haben wir irgendein Kleidchen oder so? Okay. Das ist schon ziemlich süß.
Ich glaube, ich ziehe ihr dieses Kleidchen hier an. Das ist echt putzig. Aber vielleicht in einer anderen Farbe? Was haben wir denn hier zur Auswahl? Vielleicht in Blau? Blau finde ich ganz putzig. Oh, ich habe gar nicht viel gespeichert. Oder hier so ein Mintgrün. Ich glaube, das nehme ich. Wir können es ja immer noch ändern, wenn es uns nicht gefällt, ne? Und dann, was hat sie bei Schlafanzüge an? Das ist ja grauenvoll. Schlafanzüge machen wir einfach hier. Mache ich einfach hier wieder dieses Windeloutfit, weil das ist so niedlich. Das passt mir natürlich farblich an. Okay. Ja, jetzt weiß ich, aber also ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll, dass sie einfach blond ist, ne? Also, das muss ja eigentlich fast aus Josefs Familie kommen, weil. Lasst mich mal überlegen. Aber also ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei den Notarius je irgendjemand blond war, ehrlich gesagt. Edmund? Ich meine, der war schon Senior, als wir den kennengelernt haben, ne? Theoretisch könnte es zumindest sein, dass der mal blond war. Oh mein Gott, aber das wär schon wirklich unfassbar witzig, wenn einfach das Kind von Laura jetzt irgendwie die blonden Gene von Edmund geerbt hätte, Alter. Das wäre schon krass. Oh, aber guck mal, wie süß die beiden sind. Ja, ich meine, wir können später die Haarfarbe theoretisch noch ändern, ne, wenn es uns stört. Aber vielleicht ist es auch ganz cute. Vielleicht ist es auch ganz cute. Wir warten mal noch ein bisschen ab. Was braucht die Kleine dann? Sie hat ganz großen Hunger. Josef lässt sich wieder Zeit. Und er will noch ein Kind mit Laura bekommen. Maybe. Maybe. Ich bin nicht abgeneigt, aber ich bin. Ja, wir überlegen. Wir überlegen. Wir lassen uns noch Zeit. Okay, wie ist die Lage hier zu Hause? Ich hoffe, die Babysitterin hat gut auf Marek aufgepasst. Oh, er sitzt im Laufstall. Maya schläft auf der Couch. Hä, und wo ist die Babysitterin? Ach, hä, was hat die denn hinterm Haus gemacht? Die in der Sonne gechillt oder was? Das alles erledigt, das macht 75 Simoleons. Ja, dankeschön. Ah, jetzt habe ich mir immer noch keinen Breastfeeding-Mod runtergeladen. Oh mein Gott, ich muss mir das aufschreiben. Wartet mal, Leute. Ich habe hier so einen Notizblock neben mir liegen, wo ich mir immer Sachen aufschreibe, die ich dann für die nächste Folge nicht vergessen will. Was habe ich denn für die heutige Folge eigentlich aufgeschrieben? Gut, dass ich da erst jetzt drauf schaue. Laura, Lebensfrucht essen. Okay, das haben wir gemacht. Dann wollte ich noch Trauben anpflanzen, genau. Und was wollte ich mir denn jetzt gerade notieren? Ah ja, genau, Breastfeeding-Mod. So, dann denke ich da hoffentlich bis zur nächsten Folge dran. Mein Gedächtnis, ey. Es ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe. Laura? Was hast du denn jetzt gewartet? Na gut, wir werden jetzt auf jeden Fall. Hallo? Ich will mir die Kleine jetzt mal genauer in ihrem Kleidchen anschauen, Mann. Lass mich da jetzt mal gucken. Oh. Gut. Gut. Oh, ich bin so gespannt, wie die Kinder dann aussehen, wenn sie größer sind. Ich kann es gar nicht erwarten. Das ist so cool. Ich freue mich richtig doll auf die nächste Generation, Leute. Ich hab mir was Cooles überlegt. Ich habe mir so was Cooles überlegt, aber es dauert halt noch ein paar Wochen, ne? Naja. Josef, geh doch mal auf die Toilette und hol dir dann noch was zu essen. Genau. Und die Kleine legen wir jetzt erstmal in ihr Bettchen, würde ich sagen. Der geht es eigentlich ganz gut, ne? Ja. Wobei, eigentlich kann Laura die auch noch ein bisschen bespaßen, weil Laura hat jetzt nicht wirklich was anderes zu tun, ne? Josef, eigentlich hätte ich halt gerne gehabt, dass der sein Buch heute noch fertig kriegt, ne? 69%. Nice. Wir probieren's. Wir probieren's. Genau, ah, und ich wollte noch gucken, was haben wir denn in unserer Box of Seeds? Haben wir da besondere. Ja, wir haben Avonalino-Weintrauben, wir haben Renoir-Weintrauben, wir haben Meloa-Weintrauben, Trauben. Fehlt da nicht noch was? Da fehlt auch noch eine Rebsorte. Da fehlt noch eine, die. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Aber da fehlt noch eine, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, gut, aber ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Hat sie jetzt das Baby abgelegt? Warte, stopp, stopp, stopp. Hast du das Baby ins richtige Bett gelegt? Nein, natürlich nicht. Hol bitte Mirabel raus und leg sie in das richtige Bett. Dankeschön. Wir haben das doch alles schon besprochen. Büste okay. Nein, nicht okay. Ist nicht okay. Hä, du sollst sie rausholen. Habe ich jetzt auf nach ihr sehen geklickt? Das kann natürlich sein. Okay, Mirabel ins Kinderbett legen. Gut, und dann. Ah, was ist mit Marek? Ah, Marek hat in die Hose gemacht. Nein. Warum? Warum? Wir holen ihn raus und wickeln ihn. Marek hochnehmen.
So, Josef, ich hoffe, dass es bei dir richtig gut läuft und du bald fertig bist mit diesem Buch, ne? Weil es ist schon auch ein großes Zugeständnis, dass du das jetzt hier gerade machen kannst, während wir uns ganz allein um die Kinder kümmern. Nur, dass du das weißt. Sei dankbar. Die Judy. Okay, so. Marek baden. Endlich mal am Wickeltisch. Endlich mal am Wickeltisch. Braucht er sonst noch was? Nein, wir könnten ihn füttern, aber ich glaube, das machen wir später. Ich glaube, den füttern wir erst später. Kommt ihr jetzt? Ja. Die süßen Mäuse. Die süßen Mäuse. Ich glaube, wir lassen den dann einfach hier ein bisschen chillen. Oder ach so, nee, warte mal. Wir haben gar kein Spielzeug für den kleinen Kerl. Ja, schwierig. Wie läuft's bei Papa? Bitte sag, dass du bald fertig bist. Oh, 78%. Vielleicht schafft ich glaube, er schafft es tatsächlich heute noch, aber ja. Setz mal doch, setz Marek jetzt mal hier ab. Ich kann mir doch bestimmt irgendwas zum Spielen für ihn leisten, oder? Und wenn es nur was ganz Kleines ist. Spielzeug? Mit was können die kleinen Kinder schon spielen? Wir haben auf jeden Fall hier das Xylophon und die Babybrabbelbox. Oder halt einfach eine Spielzeugkiste, ne? Oder einfach eine Spielzeugkiste. Auch nicht schlecht. Meint die, wenn wir die hier reinstellen und dann halt einfach ein bisschen farblich anpassen? Hier in die Ecke? Nee, ist irgendwie doof. So. Und dann könnten wir könnten hier dann noch so andere Sachen reinlegen. Oh, jetzt habe ich schon wieder so viel Geld ausgegeben, ne? Aber egal. Was haben wir an Kinderteppichen? Nicht schlecht. Jetzt nicht unbedingt, was ich im Sinn hatte. Das ist doch ein niedlicher Teppich. Oh mein Gott. Wobei, da gab es noch einen anderen süßen Swatch. Wir haben hier so einen Baum-Swatch. Wartet mal. Genau, den hier. Dann haben wir das. Das ist auch süß. Und dann haben wir den. Ich glaube, ich will fast den Baum-Swatch haben. Ja, den nehmen wir fürs Erste. Okay, dann hat Marek jetzt auf jeden Fall einige Sachen, mit denen er sich hier beschäftigen kann. Ich möchte nämlich kurz runter ins Gewächshaus gehen und noch diese besonderen Trauben anpflanzen und diese Traube hier replanten. Genau. So. Okay, Josef hat ein paar weitere Kapitel eingereicht. Das ist schön. Was haben wir denn jetzt hier? Renoir, Avonalino und Meloa. Ah, und dann haben wir sogar noch ein bisschen Platz. Nein, ich möchte es nicht speichern. Dankeschön. Wie lange nehme ich denn schon auf? Hä, noch gar nicht so lang. Okay. So, hier pflanzen, hier pflanzen und hier pflanzen. Sollen wir die auch gleich düngen? Nee, ich habe Angst, dass sie dann. Ich habe Angst, dass sie hier ihre Lebensblume dafür benutzt. Wir düngen jetzt erstmal nicht. Aber sie hat, das haben wir angepflanzt, oder? Hier, der Weinstock. Wunderbar, ja. Okay, weil dann, wir haben ja immerhin jetzt schon Weintrauben, ne? Wie viele Weintrauben haben wir? Im Inventar haben wir eine, aber safe haben wir im Kühlschrank noch mehr, oder? Ich räume mal hier alles rein und dann können wir die Weintrauben wieder ra. Oh, guckt mal, wir haben sogar richtig viele Renoir-Weintrauben. Hä? Dann nehme ich die Weintrauben, nehme ich mal alle hier raus. Ja, cool. Allzu viel haben wir noch nicht auf Vorrat, aber das kriegen wir dann schon hin. Was macht sie denn jetzt? Die Katzen füttern. Ja, geh mal die Katzen füttern, das ist in Ordnung. Dann machen wir vielleicht noch kurz den Abwasch und dann beschäftigen wir uns noch ein bisschen mit Marek. Aufräumen. Ach nee, warte mal. Bevor wir irgendwas anderes machen, ich möchte jetzt diese Spülmaschine reparieren. Wenn ich es schaffe, die anzuklicken. Ja, weil die ist ja hier in meinem Counter versteckt, ne? In meiner Küchentheke. So, wie sieht's bei dir aus? Hey, er ist fast fertig. Er ist fast fertig. Was hast denn du für Salat eigentlich im Inventar? Oh, und er hat Kirschen. Die gebe ich mal Laura. Warte, hä? Wir haben mit ihm lauter Zeug gekauft. Wie geil. Gebe ich jetzt alles Laura rüber. Den Rest packe ich in den Kühlschrank. Und die soll das hier gleich in ihre Box of Seeds packen. Hat das geklappt? Pflaumen. Pomelos. Aber die Kirschen sind nicht drin. Die blöden Kirschen sind immer ein bisschen verbuggt. Ich weiß nicht genau warum. Okay, aber den Rest packen wir hier wieder in den Kühlschrank. Dankeschön, Dankeschön. Okay, aber eigentlich wollte ich gucken, wie weit er mit seinem Buch ist. Es sieht nämlich ziemlich gut aus. 94%, ja, easy. Er schafft das safe noch. Safe. Okay, Laura macht noch ganz kurz hier die Spülmaschine fertig. Dankeschön. Laura hat für die Fähigkeit Geschicklichkeit zu ihm Level 9 erreicht. Sehr schön. Okay, Marek.
Marek, du süße Biene. Oh, den müssen wir füttern. Hier, mach doch mal knuddeln. Und dann Marek auf dem Schoß füttern. Wäre natürlich cool, wenn sie hier eine Sitzgelegenheit hätte, ne? Das wäre das, also, ne? Das wäre cool. Ich guck mal, was ich hier finden kann. Warum kostet der nur 9 Simoleons? Ich hasse das. Das ist total unrealistisch. Aber er ist voll schön. Den hier? Also ich meine, es ist ja generell, glaube ich, auch immer eine ganz gute Idee, wenn man sich ins Kinderzimmer, wenn man noch so junge Kinder hat, so einen Stuhl stellt, oder? Würde ich jetzt mal behaupten, weil da muss man bestimmt auch öfter mal einfach sitzen. Wir nehmen jetzt mal den und färben ihn noch ein bisschen ein, dass der hier schön reinpasst. Passt der jetzt hier rein? Das ist ein bisschen bunt, oder? Ich weiß es nicht genau. Aber ich hoffe, dass sie jetzt das tatsächlich wahrnimmt als Sitzgelegenheit, um den Kleinen da zu füttern. Oh mein Gott, es ist schon Mitternacht. Upsi, Josef, wenn du fertig bist, dann geh bitte sofort schlafen. Dankeschön. Weil der muss doch morgen früh raus, oder? Sehr früh, sehr, sehr früh. Oh, wie cute. Oh, das ist so niedlich. Oh, was? Josef hat die 311-seitige Biografie mit dem Titel Das wundersame Leben des Laszlo Curious beendet. Sinn dieses Werkes war es, die weiche und sanfte Seite von Josef zu zeigen. Warte, von Josef? Geht's nicht um Laszlo? Aber okay. Der Verlag gibt freudig bekannt, dass Das wundersame Leben des Laszlo Curious in der Verkaufsliste ganz oben steht und bereits zum Bestseller aufgestiegen ist. 462 Simoleons. Consider me impressed. Sehr cool. Richtig cool. Dann darfst du jetzt schlafen gehen. Ah ja, perfekt. Die Biografie, die du geschrieben hast, ist eingeschlagen wie eine Bombe. Du konntest sowohl die Höhepunkte im Leben von Laszlo Curious als auch die weniger rosigen Momente schildern und hast ein wahres Meisterwerk geschaffen. Eure Beziehung hat sich merklich verbessert und für deine Mühen wurde dir ein hübsches Sümmchen Geld ausgezahlt. Und mein Geld reicht leider trotzdem nicht für die Nektarpresse, weil ich jetzt mein ganzes Geld für Spielzeug und diesen Sessel hier ausgegeben habe. Story of my life. Nein, sie geht nach. Oh, ich dachte, sie benutzt den Sessel. Ja, gut. Es ist, wie es ist. Aber ich finde es schade. Aber immerhin setzt sie sich hier unten aufs Sofa. Ich muss noch mal zuschauen. Das ist einfach so cute. Pau, Pau. Kalusch, Das ist so cute. Wie viele Tantiemen kriegen wir denn jetzt eigentlich insgesamt jede Woche? Guck mal. 742. Das ist nicht übel. Und was hat er insgesamt bisher verdient? 1481. Das ist gar nicht mal so viel, ne? Aber hey, immerhin haben wir jetzt Schreiben Level 7 erreicht und ich glaube, er müsste tatsächlich morgen befördert werden. Charisma fehlt uns noch. 2 Punkte. Upsi, ja, das haben wir ein bisschen vernachlässigt. Was ist das denn? Fotografenkarriere einschlagen. Nein, 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 du wirst Nektarherstellerin. So Star, cute. Wer, sag mal. oh. Oh nein, mein Kratzbaum. Ich muss den schon wieder ersetzen. Oh. Die machen den echt oft kaputt, ne? Wo kommt denn dieses Mounds-Konzert her? Achso, warte mal, der Kleine ist fertig gefüttert. Sollen wir ihn. Wir setzen ihn nochmal ganz kurz aufs Töpfchen. Und ich glaube, ich stelle hier oben noch irgendwo einen Mülleimer auf, damit sie nicht immer nach unten rennen muss, um das auszuleeren. Wartet mal, Mülleimer. Stelle ich den denn hin? Hier ins Eck vielleicht einfach. Ja, so ein Mülleimer ist nie verkehrt, oder? Wenn man da welche im Haus verteilt hat. Aber ich stelle die noch ein bisschen mehr in die Ecke. Ja. Wunderbar. Dann können wir jetzt Marek noch kurz aufs Töpfchen setzen. Dann bringen wir ihn in sein neues Bettchen. Ich hoffe, es gefällt ihm dort. Ich hoffe, er ist jetzt nicht angefressen, weil seine kleine Schwester sein Bett geklaut hat. Es ist so komisch, dass sie nicht blond ist einfach. Wie ist das passiert? Das ist doch. Es wäre so witzig, wenn Edmund wirklich mal blond gewesen wäre und wir hätten es noch nicht gewusst, weil er halt schon graue Haare hatte, als wir ihn kennengelernt haben. Das wäre so witzig. So, dann lernen wir das jetzt hier kurz noch aus. Oh, so süß. Oh nein, oh, da ist jemand gelb. Ja, gucken wir mal, ne? Oh, es ist schon 3 Uhr morgens, Kacke. Gucken wir mal, ob es Papa vergönnt ist, durchzuschlafen oder nicht. Wir sehen. Warum geht's jetzt nach unten? Ich habe hier extra gerade einen Mülleimer hingestellt.
Sag mal, jetzt steht hier die vergammelnde Saftpackung rum, oder was? Von unserer blöden Haushaltshilfe. Oh, und jetzt weint das Baby. Warum bringt sie das denn direkt in die Mülltonne? Das macht gar keinen Sinn. Oh Mann. Ja, okay. Dann kannst du jetzt auch einfach pennen gehen, Laura, weil Papa kümmert sich jetzt schon. Aber ist auch gut, wenn der ein bisschen so One-on-One-Zeit mit der Kleinen kriegt, ne? Ist auch nicht schlecht. Oh. Ist eh so ein super Dad. Oh, ich muss noch mal kurz. Ist so cute. Das ist so cute. Oh, falscher Knopf, lol. Okay. Was braucht sie noch? Kuscheln. Aber sonst geht's ihr gut. Ja. Oh, Laura ist jetzt auch wieder wach. Ja, vielleicht hätte ich sie erst ins Bett schicken sollen, als wir Mirabelle schon fertig versorgt hatten. Aber gut. Dafür könnt ihr jetzt beide wieder ins Bett gehen und noch ein paar Stündchen schlafen. Das ist doch schön. Josef kann nicht mehr allzu lange schlafen, aber ich meine, der hat ja schon vorgeschlafen quasi. Deswegen ist das jetzt nicht so tragisch. Ja, und morgen muss er dann wieder in die Arbeit. Aber wir werden morgen voraussichtlich Level 6 erreichen. Das ist richtig, richtig cool. An dieser Stelle mache ich jetzt erstmal Schluss für heute. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns ganz bald in einem neuen Video. Bis dann. Tschüss!